Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Katharina Althaus befindet sich in überragender Verfassung. Urheberrecht Getty Images. Die deutsche Skispringerin Katharina Althaus landet in Hinzenbach erneut auf Platz 3. Maren Lund, die ist wie am Vortag nicht zu schlagen. Skispringerin Katharina Althaus hat beim Weltcup in Hinzenbach erneut ihre WM-Form unter Beweis gestellt. Die Olympia-Zweite aus Oberstdorf landete wie schon am Samstag auf Rang 3 und stand zum 8. Mal in diesem Winter auf dem Podest. Lund, wie nicht zu schlagen, ihren 5. Sieg in Serie feierte in Österreich Olympiasiegerin Maren Lund, wie Norwegen, vor Sara Takanashi, Japan. Althaus kam auf 89,0 und 87,5 Meter. Mit insgesamt 238,5 Punkten lag sie aber klar hinter Überfliegerin Lund wie 250,8 und Trekanashi 241,2, Juliane Seifert, Rola am Samstag starke zweite und Sochi-Olympiasiegerin Karina Vogt-Degenfeld komplettierten auf den Rängen 4 und 6 das starke deutsche Ergebnis. Althaus freut sich über Doppelpodium, zweimal auf dem Podium zu stehen, ist natürlich super, sagte Althaus. Ich weiß, dass ich besser springen kann und hoffe, dass ich das am kommenden Wochenende auch zeigen kann. Dort wird besonders das Teamspringen interessant. Wir rechnen uns auf jeden Fall Chancen auf eine Medaille aus für die WM in Seefeld, 19. Februar bis 3. März war das Teamspringen erst vor einer Woche ins Programm aufgenommen worden, das DSV-Team ist dort Kandidat auf Gold. Im Einzel wird bei den Titelkämpfen dagegen wohl kein Weg an Lundby vorbeiführen. Punkt. Die 24-Jährige baute auch im Gesamtweltcup ihre am Wochenende zuvor eroberte Führung aus, mit 988 Punkten liegt sie nun klar vor Althaus 867. Für positive Schlagzeilen sorgte indes Svenja Wirth-Byers-Braun. Die 25-Jährige meldete sich 14 Monate nach ihrem in Hinterzarten erlittenen Kreuzbandriss mit den Rängen 19 und 21 stark im Weltcup zurück.